Hallo, hier ist Tor Alexander von defi.jetzt und ich habe heute den Dorian zu Gast und Thema heute ist MetaMask, wie man da relativ schnell reinkommen kann in MetaMask und auch Eigenverantwortung für seine Kryptos übernehmen kann. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Wenn es dich nicht interessiert, hörst du dir trotzdem an. Du kannst was lernen. Bis gleich. Hallo Dorian, Hallo, grüß dich, Tor. erzähl mal kurz die Punkte, die wir heute durchgehen werden. Also, wir gehen heute zu MetaMask und haben eine kurze Einleitung darüber, was das genau ist und warum es vernünftig ist für Einsteiger, für Leute, die neu in Krypto sind und auch warum das sehr eigenverantwortlich ist, sprich diese Individualität oder diese Selbstständigkeit von den Banken weg, bietet das halt schon relativ in einer rechtssicheren Umgebung. Das Einzige, was einen groß kompromittieren könnte, ist tatsächlich irgendwelche fremden Links zu klicken, während man diese Applikation anhat. Ansonsten gibt es relativ wenig, was passieren kann. Jetzt würde ich auch gleich einsteigen in das Thema und würde mal kurz die Oberfläche zeigen. Ja, erzähl mal, was wir da sehen. Wunderbar. Also das ist jetzt MetaMask auf iOS sozusagen, also eine App im Apple-Universum oder auf einer Apple-Plattform. Das ist dieselbe, also bei mir läuft es gerade auf dem iPad. Es ist dieselbe Oberfläche, die man auch auf dem iPhone dann bekommt. Das ist so der Standard-Bildschirm. Man kann über diese Wallet quasi mehrere Konten verwalten. Das ist jetzt zum Beispiel, sieht man oben die Sane.Ethereum-Wallet. Unten ist die Adresse. Und wenn ich jetzt da auf dieses Konten gehe, könnte ich zum Beispiel zum anderen Konto auf dieser Wallet wechseln. Ich glaube, maximal sind es 5 oder 10 Wallets, die man haben kann. Vielleicht auch unendlich bin ich mit allen Updates mitgekommen. Man kann auch jederzeit eine neue öffnen, um halt zum Beispiel sicher zu sein, wenn man NFTs mintet, dass man nicht mit seiner Main Wallet dort alle Seiten quasi begeht. So, das ist das eine. Das andere ist, der andere große Vorteil von MetaMask ist, man kann relativ schnell Krypto kaufen. Jetzt gehen wir hier auf unser Ethereum. Wir sehen dort die Chart von Ethereum und können hier unten links auf den Kaufbutton gehen. Können die Region wählen. Einen Moment. Weiter. Und haben hier dann gleich die Möglichkeit, über Apple Pay einzukaufen, über Debitcard oder über den SEPA Banktransfer. Da müssen wir uns nur für eine Zahlungsmöglichkeit entscheiden, können dann quasi sofort loslegen, bekommen das Ethereum quasi auf unsere Wallet. Ich storniere jetzt mal hier. Und von hier aus können wir das Ethereum, das wir gerade gekauft haben, im Endeffekt über den Swap-Button in jede beliebige Währung swappen, die da irgendwie auf Ethereum-Basis läuft. Das ist hier zum Beispiel in der Maske, kann man hier sehen, DAI, USDT, 0x, BAT-Token, WEF, High Street, SOS. Das sind jetzt nur ein paar. Es ist auch so, dass wenn ihr Coins nicht findet, man kann jederzeit über den Vertrag der Coins, kann man dort die Adresse und die Daten kopieren und sie dann in MetaMask quasi einfügen. Das ist dann auch möglich, dass sie bei Token importieren. Und dort könnt ihr dann quasi erstmal die Tokens normal suchen. Und wenn sie nicht dann verfügbar sind, könnt ihr über benutzerdefinierte Token die Tokenadresse, das Tokensymbol und die Tokendezimal, die dann meistens bei der Adresse gleich eingestellt wird, einfügen. Und somit könnt ihr dann auch diese Token swappen oder kaufen. So, das andere, was sehr schön ist, es gibt Plugins. Diese Plugins kann man mit der MetaMask ansteuern. Da würde ich aber jedem empfehlen, das selbst nochmal zu recherchieren. Das ist eine Möglichkeit, weitere Ethereum-fremde Währungen auf MetaMask zu verwalten und auch die Funktion dieser Wallets oder dieser Ketten zu nutzen. Da gibt es Plugins, so wie Solflare, nennt sich das ein, Solflare Solana Snap. Es ist ganz einfach, man muss dort nur auf die Seite surfen und dort quasi sich mit seinem MetaMask einloggen
und hat dann auch die Möglichkeit, Solana zum Beispiel zu halten und auch die Fähigkeiten des Solana-Netzwerks zum Teil auszunutzen. Das ist ein sehr großer Vorteil. Das heißt, man ist nicht limitiert auf Ethereum oder Ethereum-basierende Währungen, sondern man kann durchaus bridgen in andere Ketten und dort auch diese Sachen halten. So ähnlich wie Exodus, das ist auch eine Wallet, die relativ viele Coins hält. Dann gibt es noch die Möglichkeit in Layer 2. Also es gibt zusätzlich zu der App-Maske gibt es die Möglichkeit, MetaMask auch als Plugin für die Browser zu nutzen. Das gibt es für alle Browser. Ist auch sehr funktionell, sehr empfehlenswert. Hatte bis jetzt seit 2 bis 3 Jahren keine Probleme. Ist auch eine tolle Sache, denn man kann dort das MetaMask Pro nutzen. Da wird man, kommt man in eine Pro-Oberfläche von dieser Wallet, von dieser Applikation, die mehr oder minder einer Börsenplattform ähnelt, wo man dann ein bisschen mehr Einblicke über sein eigenes Portfolio und die Möglichkeiten hat, das zu swappen, gewinnbringend zu swappen, ähnlich wie das Traden auf einer Börse. Dazu gibt es noch die Möglichkeit, natürlich die NFTs zu halten. Ethereum ist die Währung mit den erfolgreichsten NFTs, wobei das keine Empfehlung ist, NFTs zu kaufen, aber wie gesagt, es ist die Währung mit den erfolgreichsten, mit den höchst preisigsten NFTs. Das heißt, wenn man sammeln möchte oder wenn man Dinge von Wert sammeln möchte, dann ist es die Kette, wo man eigentlich dann meistens hingeht, um sich Kunst zu beschaffen. Und das wäre auch über diese Wallet, es ist sehr einfach. Also man kann hier zum Beispiel gucken, man kann auf die NFTs, man kann sie sich anschauen. Ein Fehler habe ich gefunden, zwar bereits verkaufte NFTs werden immer noch also auf den Guthaben verbucht, angezeigt. Man sieht sie immer noch in seiner Wallet haben. In seiner Wallet, man muss sie händisch quasi da jetzt raus löschen. Ich bin mir nicht sicher, woran das liegt. Ist aber jetzt ein kleines Manko. Vielleicht wird es auch demnächst wieder ausgepatcht oder erneuert. Das wären so die Punkte, die ich durchgehen wollte über MetaMask und warum ich denke, dass es recht hilfreich ist für Neueinsteiger. Es ist eine App oder ein Plugin. Man kann direkt losstarten über die Kartenzahlung, über den Abzug. Man kann es erweitern, also unabhängig von der Benutzbarkeit aller Ethereum-verwandten Coins, kann man auch das ganze System erweitern für Ethereum-Fremde. Ich denke, es ist durchaus möglich, dass ein Bitcoin vielleicht Plugin gibt oder entsteht, wenn es den noch nicht gibt. Man kann jetzt schon Bridge 2, also in Layer 2 quasi, bridgen. Das bedeutet, wir können jetzt bereits, könntest du in der MetaMask-App Ethereum stacken für Ethereum 2. Oder du könntest jetzt bereits Funktionen des Layer 2 nutzen, wie zum Beispiel Transaktionen mit deutlich geringeren Gasgebühren. Und zum Schluss das Portfolio, also die Pro-Seite, für die, die ein bisschen weitergehen wollen und natürlich die recht gute Nutzung in den meisten, Ethereum-basierenden Websites, also Web3. Und was man vielleicht noch abschließend dazu sagen sollte, MetaMask ist auch das populärste und das bis jetzt am besten ausgearbeitete System, also die beste Wallet, die es aktuell so in dem Bereich Ethereum gibt, meiner Meinung nach und auch anscheinend, was die Adaption betrifft. Das einzige Kontra, das ich mir hier auf die Liste geschrieben hatte, war, dass es keine Auszahlungsmöglichkeit gibt. Wobei wir gerade beim Erstellen dieses Videos gesehen haben, dass es ein Update gab und dort wurde so etwas in Aussicht gestellt. Es scheint zu funktionieren. Ich hatte leider noch nicht die Zeit zu gucken, inwiefern das jetzt schon so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Okay, dann danke ich dir erstmal für Ja. deine Ausführungen. Sehr gerne. Da ist ja einiges an Funktionalität dazugekommen, aber klar, das MetaMask ist relativ flexibel, aber ich bin da trotzdem kein Fan davon. Ich werde es mal ausprobieren. Ich Sehr benutze gerne. eigentlich die MEW Wallet, also My Ethereum Wallet, und Ja, die mit der bin ich EU-Wallet eigentlich kenne ich. zufrieden. Hm. Ja, Also ich okay. benutze die MyEthereum Wallet und mit der bin ich eigentlich sehr zufrieden. Da brauche ich nicht irgendwie rumhampeln mit irgendwelchen Token eingeben, weil früher bei Ethereum war es ja so gewesen, ich musste die Token, Adresse und Symbol und dies und Musst du jenes. zum Teil immer noch, ja. So, und das finde ich halt daneben. Das ist nicht bedienerfreundlich. Ganz Das stimmt, einfach. das ist wahr. Wobei die Suche, wie gesagt, die Suche hat extrem, wie sagt man, Zulauf bekommen und es hat eine eigene Suche. Das heißt, bei den meisten, bei den gängigen Sachen, musst du nur den Token-Namen eingeben und das filtert ja alles selbst heraus.
Jetzt ist es so, wenn du ein paar Jahre länger dabei bist und es kommt dann irgend so ein sogenannter Shitcoin, den man so nennt, und du bist aber in der Pumpphase und das Ding ist noch nicht mal richtig überall auf dem Markt, dann ist es schon hilfreich, dass du dir da schnell was importieren kannst, ohne dass du jetzt über verschiedene Seiten da hin und her. Das heißt, du holst dir die Adresse über Etherscan, packst sie da in diese Maske. benutzerdefinierte Tokensuche, ja, Maske und alles andere. Also die unteren zwei Teile, die filtert er dir selbst raus aus der Adresse. Da musst du wirklich nur die Adresse rein. Aber ja, es stimmt, es ist nicht hundertprozentig benutzerfreundlich. Das lässt Raum für Fehler und das lässt Raum für potenziell schwere Fehler, ja. Ja, okay. Wenn dir Sehr das Video gerne. gefallen hat, mach einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und bleib uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alles Gute, ciao.